übernehme hochwissenschaftliche Inhalte, eine Prise Humor und verknüpfe es mit dem Alltag eines jeden Menschen. So lautet das Erfolgsrezept beim 5. Science Slam in Hannover. Verknüpfung mit dem Leben, so wie mit den Simpsons oder der Hodenknackerfisch, wo man ja lustige Bilder hat oder es halt aus dem Leben kennt. Das muss, glaube ich, drin sein. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, dass man hier also auch wirklich mit Humor rangeht, ein bisschen mal die Politik oder irgendwas anderes aufs Korn nimmt. In der Schule habe ich mich da nie für interessiert, aber hier ist es total plastisch dargestellt. Gefällt mir echt gut. Und dazu gehören Themen wie Tesafilm, Spucken und satte Motorengeräusche. Und auf das Signal modelliere ich jetzt die MP3 von dem Porsche. Und dann machen wir aus diesem kleinen Motor einen Porsche. Bitte? Da würde unser Meister sich freuen, komm mal ran. Okay, das heißt, das, was die Maschbauer können, das kriegen wir auch hin. Das Erfolgsrezept des Siegers ist noch ein ganz anderes. Er überzeugt das Publikum mit vollem Körpereinsatz und schauspielerischem Talent. Thomas Grefe von der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit seinem Thema Hydrothermale. Was und warum überhaupt? Ich kann Ihnen das mit der Photosynthese noch mal ein bisschen genauer erklären. Also wir haben halt zum einen Sonnenlicht, da ist ja genug hier, dann Wasser, ja. Und dann irgendwann, wie gesagt, diese Zuckerbaustelle, dann wächst so eine Pflanze. So. Ja. Und ich denke halt, dass man mit dem Publikum ein bisschen interagieren muss, man muss sie reinholen. Und ja, ich habe halt auch gemerkt, so die Gags alleine zu machen, das reicht nicht immer. Und deswegen probiere ich halt irgendwie diese Theatervariante und das kommt anscheinend ganz gut an. Somit ist nun auch der 5. Finalist gefunden. Per Online-Voting kann noch der 6. und damit letzte Teilnehmer ermittelt werden. Das große Finale findet am 2. September auf der Ideenexpo 2011 statt.